Das hier ist ePress, ein neues Haarpflege-Treatment, was relativ neu auf den Markt gekommen ist und was ich sehr interessant finde zu testen, denn es soll ähnlich wie Olaplex die Haare von innen reparieren und das auch nachhaltig, also dass es sich nicht auswäscht und kompatibel mit allen anderen Haarpflegen sein, sowie auch Keratin, und das finde ich sehr interessant. Wir gucken uns mal die Verpackung an. Vielleicht einmal vorab, das Produkt wurde mir nicht zur Verfügung gestellt oder zum Testen zugeschickt, sondern ich habe es mir selbst gekauft, einfach weil ich es so interessant finde und mir davon auch einiges verspreche für meine Haare. Deswegen, genau, nur dass ihr da Bescheid wisst. In der Verpackung befindet sich ein kleiner Karton und ein größerer Karton, wo aber allerdings nichts drin ist, das habe ich gerade gesehen. Und wir öffnen einmal den kleinen Karton. Darin befinden sich zwei Ampullen mit einer wässrigen Flüssigkeit. Das ist der Wirkstoff, der ePress-Wirkstoff sozusagen. Der muss später mit Wasser gemischt werden. Und das ist im Prinzip auch schon alles, was dabei ist. Zwei Ampullen sind dabei. Eine hatte ich schon verwendet, weil ich das Ganze natürlich vorher schon getestet habe. Und ja, mehr ist in der Verpackung gar nicht enthalten, außer die Sprühflasche und die beiden Ampullen mit dem Wirkstoff drin. Ja, wie ich eben schon ein bisschen angedeutet hatte, wird ePress oft mit Olaplex so ein bisschen verglichen, obwohl die Anwendung eigentlich ganz anders ist. Aber ja, es ist natürlich nicht derselbe Wirkstoff, trotzdem soll ePress eben die Haarstruktur von innen wieder aufbauen und kompatibel mit allen anderen Haarpflegeserien sein, was das Ganze natürlich viel einfacher und unkomplizierter eventuell macht. Und zuerst müsst ihr die Ampulle, die ich euch eben gezeigt habe, nur eine davon, in die Sprühflasche geben und mit Wasser bis zum Strich auffüllen und dann schütteln, so wie ihr das eben gesehen habt. Genau, die Ampullen findet ihr ja hier in diesem kleinen Karton und ihr braucht wirklich nur einen erstmal davon. Was ich auch relativ ergiebig finde, muss ich sagen, da ja zwei Stück enthalten sind und man kann also zweimal die Sprühflasche mit den beiden Ampullen füllen und ja, ich bin ganz gespannt, wie sich das Ganze gleich verhalten wird. Anders als Olaplex sprüht ihr das ePress in die trockenen Haare vor dem Waschen. Das ist auch genau das, was ich jetzt tun werde und dann muss es mindestens 10 Minuten einwirken. Ich lasse es meistens ein bisschen länger einwirken und dann gehe ich eben duschen und wasche meine Haare ganz normal, ohne da irgendwas weiteres zu beachten. Und ja, genau. Danach habe ich meine Haare ganz normal gestylt und das Endergebnis zeige ich euch gleich. Ich bin von dem ePress echt begeistert. Ich muss sagen, die Haare sind da nach der Anwendung super weich, super glänzend, sehr angenehm einfach und ich konnte sie auch super gut stylen. Und jetzt werde ich nochmal abwarten, wie die Wellen dann halten, ob das vielleicht auch da einen Effekt hat. Aber insgesamt muss ich sagen, das Produkt ist ja dafür da, die Haare aufzubauen und gerade bei geschädigten Haaren, bei gefärbten Haaren, wie es bei mir ja auch der Fall ist, da eben entgegenzuwirken. Und ich muss sagen, schon nach der ersten Anwendung habe ich da echt einen Unterschied bemerkt und finde es wirklich auch von der Wirkweise sehr ähnlich wie Olaplex. Also wirklich auch sehr, sehr gut und kann es wirklich empfehlen. Vor allen Dingen, weil es eben auch für den Heimbedarf gedacht ist und eben nicht nur für Friseure. Olaplex Nummer 3 ist natürlich auch für den Heimbedarf gedacht. Also beide Produkte finde ich wirklich sehr, sehr gut und ich finde, give it a try, auch für ePress. Gefällt mir sehr gut und wie ihr hier jetzt auch nochmal seht, die Haare sind sehr weich, sehr glänzend und es hat sich auf jeden Fall gelohnt, würde ich sagen, das Produkt mal auszutesten und ich bereue den Kauf in keinster Weise. Und genau, falls ihr mehr über ePress erfahren wollt oder euch das auch zulegen wollt, habe ich euch die Links auf jeden Fall in die Infobox gepackt und ich freue mich auf ein nächstes Mal mit euch. Bis dann!